Prinzessin Kate, 42, wird in einer schweren Zeit mit einem Orden geehrt. Die an Krebs erkrankte Frau von Prinz William, 41, darf sich ab sofort Royal Companion of the Order of the Companions of Honour nennen, wie The Sun berichtet, wurde ihr dieser Titel von ihrem Schwiegervater König Charles, 75, verliehen. Das Besondere daran, niemand zuvor bekam diese Auszeichnung bisher. Das Verhältnis des Königs mit seiner Schwiegertochter soll besser denn je sein. Nicht zuletzt, weil die beiden ein ähnliches Schicksal teilen. Sowohl der Sohn von Queen Elisabeth II. Als auch die dreifache Mutter leiden an Krebs. Beide wurden im Zuge dessen auch schon operiert. Im Krankenhaus sollen die zwei viel Zeit gemeinsam verbracht haben. Er hat sie die ganze Zeit über ermutigt und unterstützt, verriet eine Quelle gegenüber The Times. Eine herzergreifende Ehrung für Prinzessin Kate, 42. Inmitten ihres Kampfes gegen den Krebs wird sie mit einem besonderen Orden ausgezeichnet. Her Schwiegervater, König Charles, 75, hat er den Titel Royal Companion of the Order of the Companions of Honor Verlichenheim Premier. Doch es ist nicht nur die Auszeichnung, die berührt, sondern auch die enge Bindung zwischen Kate und dem König. Beide kämpfen tapfer gegen dieselbe Krankheit und haben sich gegenseitig im Krankenhaus unterstützt. Eine bewegende Geschichte von Mut und Zusammenhalt.